do you remember? Hallo, hallihallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich so ein bisschen mit, weil ich gehe gleich auf eine Silvesterparty mit Anni zusammen. Und es kann ganz lustig werden, deshalb dachte ich mir, müsst ihr natürlich auch dabei sein. Und gerade sehe ich noch nicht schön aus, okay? Ich sehe gerade sehr zerstört aus. Ich war auch gerade eine Runde joggen, deshalb müsst ihr da jetzt nicht drauf gucken. Aber ich habe meine Haare, da habe ich 4 Tage lang nicht mehr gewaschen und die sind ultra fettig. Also da ist eine Tonne Trockenshampoo drin, glaube ich. Ich bürste die jetzt erstmal und dann gehe ich jetzt duschen. Das ist mein First Step. Wir haben gerade 16.23 Uhr. Die Party ist so drinnen und draußen. Es ist eine Hausparty. Da kommen, glaube ich, so 50 Leute rundherum, die ich nicht kenne. Ich habe keine Ahnung, wer da kommt. Also ich kenne Anni und dann vielleicht noch 1, 2 andere Leute. Aber ich glaube, es wird ganz lustig. Ich war hier noch nie auf einer Party in Deutschland. Ich mache jetzt ein bisschen mein Pre-Bond-Zeug da rein von Coco und Eve. Was ist das hier? Coco und Eve Pre-Bond Serum. Ich glaube, ich muss meine Haare dafür ein bisschen nass machen. Ich habe hier so eine Wasserspritze. Das kommt jetzt hier überall schon rein. Wenn das jetzt einwirkt, habe ich hier schon meine Sachen rausgesucht, wie ich das gleich machen muss, wenn ich im Stress bin. Also ich ziehe meinen schwarzen Glitzerrock hier an. Der ist von Subdued. Guck, der hat hier so Pailletten. Der glitzert dann cool. Und dazu ziehe ich meine Strumpfhose an, Pammies, die ist schön gefüttert von innen, guck mal. Damit mir auf jeden Fall nicht kalt. Und dann ziehe ich mein schwarzes Oberteil an. Einfach hier so ein schwarzes, langärmeliges von H&M. Und dann habe ich meine Stiefel mitgenommen. Die hier, die finde ich immer so cool, weil die hier so umgeschlagen sind. Ja, und das ist dann mein Outfit. Ich freue mich schon, wenn ich es gleich anziehe. Und dazu mache ich einfach glatte Haare. Ich glaube, es sieht schön aus. Und ich überlege gerade, was ich für Make-up machen soll. Also ich mache auf jeden Fall so mein Basic-Make-up, wie immer. Aber ich habe überlegt, ob ich vielleicht... Ich habe ja hier in meinem Adventskalender so Lidschatten drin gehabt. Vielleicht so goldenen Lidschatten ein bisschen mache. Oder vielleicht hier sowas, so eine Farbe. Und guck mal, ich habe gerade meine Stylingbürste geholt, die ich mir bestellt habe. Weil ich habe noch nicht aufgegeben. Ich habe ja einmal diese andere getestet und die hatte gar keine Grateinstellung oder irgendwas. Jetzt habe ich die bestellt. Bei der kann man die Gradzahl einstellen, wenigstens etwas. Oh, ich sehe schon, ich werde viel Spaß haben mit dem Ding wieder. Das klappt bei mir nie. Ich verstehe es nicht. Steht drauf, be your own professional hairstylist. Das werden wir gleich noch sehen, meine lieben Freunde. Okay, ich springe jetzt drunter. Duschtransition in 3, 2, 1. Hallo, ich bin aus der Dusche gekommen. Das war knapp mit dem Handtuch. und ich habe gerade ein bisschen... Hyaluron-Booster auf mein Gesicht gemacht. Ich finde, es ist besser als so Moisturizer vor dem Make-up. Das habe ich letztens einmal ausprobiert. Da dachte ich mir so, ja, das ist gut. Und jetzt lasse ich meine Haare ein bisschen trocknen. Ich finde gerade irgendwie mein Turban-Handtuch nicht. Und ich habe gerade eingecremt mit Bodylotion. Die war bei meinem Adventskalender. Die riecht voll gut. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich zuerst machen soll. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich glaube, ich schminke mich in der Zeit heute meine Haare ein bisschen. Dann mache ich meine Haare. Hallo, der Zwischenstand. Ich habe meine Haare geföhnt und ich habe meine Make-up-Base sozusagen gemacht. Also ich habe schon meinen Foundation drin, meinen Skin-Tint und meinen Concealer. Und dann dachte ich mir, ich fülle jetzt erstmal meine Haare, damit die schön trocken werden. Und jetzt gehen wir zu meinem Schminktisch und dann machen wir uns ready. Ich mache ein bisschen Contour-Stick drauf. Dann mache ich Blush. Wo hört ihr das? Das machen einfach schon Leute jetzt Feuerwerk um 18 Uhr. Meine Lieben, es ist noch nicht Zeit für Feuerwerk. Ich bin nämlich schon müde. Ja, Summer Tanned Look. Okay, ich benutze jetzt erstmal mein Fixing Spray, weil ich habe gemerkt, wenn ich ein Fixing Spray benutze, hält mein Make-up echt länger. Ich dachte immer, das wäre so verarscht. So Fixing Spray funktioniert eh nicht, aber es klappt voll gut. Eyebrow Time. Leute, ich bin fertig. Sorry, es war ein bisschen Chaos jetzt. Ich habe gar nicht meinen Übergang gemacht von meinem Make-up zum Fertigsein. Aber das ist mein Make-up. Ich habe keinen Lidschatten gemacht. Dann habe ich meinen Rock jetzt an, meine Stiefel, mein Oberteil und noch meinen Schmuck gewechselt. Und ich bin ready to go. Hallo, ich bin bei Anina. Hallo. Sie macht gerade ihre Haare. Zeig mir dein Outfit. Mach mal Outfit-Check. Warte, ich muss weiter weg. Oder komm vor den Spiegel. Dann. Okay. Schuhe von meiner Mama, Strumpfhose von Rossmann, die ist so gefüttert, Rock von Amazon, Oberteil von Housebrand. Wir müssen gleich noch ein Bild machen. Yes.
Also ich weiß nämlich noch mein Make-up irgendwie anders machen soll. Ich glaube, ich lasse es so, weil ich habe keine Lust. Sieht pretty aus. Ich könnte das benutzen. Wie machst du deine Haare? Drehst du die so ein? Ja, unten. Ich habe das auch so gemacht mit dem Glätteisen. Unten einfach so. Aber Anja hat noch mehr Stufen als ich. Ich habe eben gegessen und jetzt warte ich auf den Nachtisch. Den gibt's gleich. Ich bin müde irgendwie, Leute. Anni ist nicht müde. Bist du müde? Nee. Ich trinke Cola oder ich sag mal, hier, wo ist die Kaffeemaschine? Oh, guck mal, mit einem TikTok. Guck mal, weil mein Handy mir runtergefallen ist. Gib mir besser. Do you remember? Marvi ist aufgeregt. Ja. Ich freue mich. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich kenne da, glaube ich, niemanden. Wie aufgeregt bist du von der Skala von 1 bis 10? Wie hype bist du? Hype 10 von 10 und aufgeregt. 10 von 10. Ich kenne alle, aber wow. Ich kenne da gar keinen. Du kennst mich. Ich hänge mit dem Rock. You know me. Ja. Sieht man überhaupt was? Wir gehen jetzt los. Freut ihr euch? Yay. Yeah. Happy New Year! Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und für mich ging es schon wieder zurück nach Malle. Okay Leute, wir sind back auf Mallorca oder wir sind 2024 angekommen und wir brauchen ein Glow-Up für unser Leben. Wir machen dieses Jahr zu unserem besten Jahr, Leute. Ich sag's euch, weil ich will mir jetzt ein Vision Board erstellen. Das mache ich dann als mein MacBook-Hintergrundbild. Und dann habe ich es immer präsent, dass ich es immer weiß, was ich dieses Jahr alles so schaffen will. Weil letztes Jahr, ich bin so ein bisschen rumgeschwommen und wusste nicht so ganz, was abgeht. Aber ich habe jetzt hier auch meinen Planner bereit. Und wir schreiben uns gleich mal all meine Ziele auf und alle coolen Sachen, die ich im Jahr 2024 machen will. Weil ich habe ein Gefühl, das wird unser Jahr, Leute. Wir müssen alles so ein bisschen verändern. Und wann, wenn nicht zum neuen Jahr? Es gibt so viele coole Sachen, die ich schon immer machen wollte und ich glaube, es hilft, wenn man sich das einfach so vor Augen hält, was man so viele Ziele hat, damit man auch daran arbeiten kann. Weil wir müssen 2024 noch besser machen als 2023 und ich will dieses Jahr mal ein paar mehr spaßige Sachen machen und mich nicht so viel immer mit der Schule aufregen und so und ein bisschen mehr relaxen, Selfcare machen. Aber dazu kommen wir gleich noch, wenn es an mein Vision Board geht und ich mal so ein paar Bilder raussuche auf Pinterest, damit ich so ein schönes Moodboard erstellen kann. Und ich finde, man kriegt so viel Inspo überall auf Pinterest, auf Instagram und ich hoffe, ich bin auch eine Inspo für euch, dass wir hier zusammen unser Jahr richtig cool machen können. Wir haben so einen ganz freshen Anfang und wir lassen einfach all die Scheiße in 2023 und wir haben so ein neues Buch quasi und wir müssen das cool schreiben. Und deshalb muss ich jetzt erstmal all den Kram, der noch in 2023 ist, wegräumen, nämlich meinen Tannenbaum. Ja. Sag bye bye Tannenbaum, Leute. Oh mein Gott, ich hab wieder Platz. Länger gedauert, als ich dachte, diesen Tannenbaum abzubauen. Aber jetzt bin ich ready und ich habe mein iPad geholt, damit wir zusammen mein Vision Board machen können, Leute. Und deshalb werde ich jetzt mal hier auf Pinterest die coolsten Bilder raussuchen. Wait. Zuerst schreibe ich mir hier ein paar Ziele auf in meinem Planner, damit wir so einen kleinen Überblick haben, wozu ich gleich Bilder raussuchen muss. Monatsplaner von Zaum. Da kann ich mir hier, das habe ich gesehen, auch immer so Ziele aufschreiben. Seht ihr das? Goals. Und dann vielleicht schon mal so ein paar Termine eintragen oder ein paar coole Sachen, die ich so geplant habe. Ich bin fertig. Ich habe jetzt all meine Ziele hier aufgeschrieben. Also die meisten Sachen sind so Self-Care und Workouts. Und weniger am Handy scrollen, weil manchmal, ich erwische mich dabei selber, ich scroll dann so an meinem Handy die ganze Zeit. Und dann will ich eigentlich so viele Sachen machen und ich habe halt so viele Sachen noch, die ich machen muss. Aber anstatt die zu erledigen, setze ich mich einfach hin und mache gar nichts. Und das will ich dieses Jahr nicht mehr machen, sondern ich will ein bisschen produktiver und schneller meine Sachen machen. Ich bin euch ganz ehrlich, ich habe ganz kurz überlegt, ob ich aufschreiben soll, dass ich pünktlich sein will. Dann habe ich noch aufgeschrieben, meditieren und stretching, weil ich
Ich bin echt ein bisschen unflexibel geworden, weil ich habe vergessen, mich zu stretchen und so. Deshalb bin ich wieder ein bisschen mehr in meine Workout-Phase und mein Stretchen machen, dann meditieren, weil ich bin halt immer so voll im Stress und ich achte nie so auf mich selber. Und deshalb werde ich das dieses Jahr ein bisschen mehr versuchen. Und dann habe ich auch ein paar coole Travel-Sachen geplant und ich freue mich schon voll. Der Sommer wird dieses Jahr richtig, richtig cool und ich hoffe, das klappt alles so. Aber dafür suche ich mir jetzt erstmal ein paar coole Bilder auf Pinterest raus. Okay, ich habe mir jetzt ganz, ganz, ganz viele Bilder runtergeladen. Tada! Serena van der Winston ist auch dabei. Einfach so ein paar coole Bilder und daraus mache ich mir jetzt selber mit Pixart einfach ein Hintergrundbild für mein iPad. Let's go! Tada, das ist mein Vision Board. Ich finde, es ist voll schön geworden. Ich habe da noch so reingeschrieben, 2022 is my year. Und dann hier Workout, Traveling, Self-Care und da Serena natürlich. Ein paar Sprüche habe ich damit reingepackt. Okay, und das war meine ganze Vorarbeit für 2024. Das war erst der Anfang, Leute. Jetzt müssen die Sachen nur noch umgesetzt werden. Aber ich glaube, es funktioniert wirklich. Wenn man sich so ein Vision Board macht und dann so im Kopf hat, was man machen will, dann können die Sachen echt in Erfüllung gehen. Man muss dran glauben und auch so ein bisschen dafür arbeiten. Aber wir machen das alles zusammen in 2024. Und ich hoffe, wir haben ein richtig cooles Jahr zusammen, Leute. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Ihr könnt gerne mal meinen Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst in 2024. Und einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr Lust habt, ihr könnt gerne mal kommentieren, was eure Ziele sind für 2024, was ihr unbedingt erleben wollt, machen wollt, verbessern wollt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich kann euch ein bisschen motivieren für das neue Jahr. Wir schaffen das alles zusammen mit mehr Selfcare. Denkt an euch auch selber. Und ja, ich habe euch lieb. Und wir rocken dieses Jahr, Leute. Bye, bye. Bis zum nächsten Video. Und ich hänge jetzt meine Geburtstagsdeko ab. Versprochen.